Euro NCAP. Aktuell im Test der Mazda MX-30. Beim Insassenschutz für Erwachsene überzeugt der MX-30. Die Fahrgastzelle bleibt im Offset-Frontal-Crash-Test stabil. Der Schutz des Brustbereichs des Fahrers wird als ausreichend eingestuft. Die Messungen von Knien und Oberschenkeln von Fahrer und Beifahrer deuten auf ein gutes Schutzniveau hin. Beim Crash auf die starre Barriere ist der Schutz für alle kritischen Körperregionen, sowohl für den Fahrer als auch für den Insassen auf dem Rücksitz, gut bis ausreichend. Auch im Seitencrashtest bietet der Mazda den Insassen einen guten Schutz. Der Mazda MX-30 ist mit einem Zentral-Airbag-System zwischen den Vordersitzen ausgestattet, das gut funktioniert hat. Die Messwerte beim schwereren Pfahlanprall zeigen auf gute Ergebnisse. Der Schutz kritischer Körperbereiche wie den Oberkörper kann als gut bewertet werden. Die Tests an den Vordersitzen und Kopfstützen zeigten einen guten Schutz gegen Schleudertraumata im Falle eines Auffahrunfalls. Wie sieht es mit dem Insassenschutz für Kinder beim MX-30 aus? Im Frontal-Offset-Crash-Test ist der Schutz beider Kinderdummies für alle kritischen Körperteile gut. Im Seitencrash kann der Mazda ebenfalls überzeugen und erreicht auch für diesen Teil der Bewertung die maximale Punktzahl. Bei den Tests mit ungeschützten Verkehrsteilnehmern kann der Mazda MX-30 nicht ganz überzeugen. Die Motorhaube bietet überwiegend einen guten Schutz für den Oberkörper eines Fußgängers. Der simulierte Aufprall von Beinen und Becken des Fußgängers zeigt überwiegend einen guten bis ausreichenden Schutz durch die Stoßfänger. Das autonome Notbremssystem AEBS des Mazda MX-30 kann gefährdete Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer erkennen. In den Tests ist die Reaktion des Systems nur am Tag auf Fußgänger gut bis ausreichend, auf Fußgänger bei Nacht und auf querende Radfahrer grenzwertig. Die Tests der Sicherheitsassistenzsysteme beim MX-30 liefern gute Ergebnisse. Ein autonomes Notbremssystem AEBS ist serienmäßig verbaut. Das System hat zur Erkennung und Reaktion auf andere Fahrzeuge gute Ergebnisse erzielt, wobei Unfälle in den meisten Fällen vermieden oder die Schwere vermindert wurden. Das Spurhaltesystem korrigiert gut die Lenkung des Fahrzeugs, wenn es aus der Spur gerät und greift in einigen kritischen Situationen ausreichend beherzt ein. Alle detaillierten Ergebnisse zum Mazda MX-30 gibt es zum Nachlesen unter adac.de oder euroncap.com.